Hallo, guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Quarantäne-Show. Heute ist Mittwoch, der 7. Juli 2021. Schön, dass ihr dabei seid in unserer kleinen, intimen Runde kurz vor der Sommerpause. Und wir sprechen heute Abend vollkommen überraschend mit meinem Lieblingsgast. Immer Mittwochabends, so auch heute, mit dem Arzt und Philosophen Professor Eckhard Nagel. Noch einmal heute vor der Sommerpause. Ja, heute noch einmal. Und dann ist Sommerpause. Und dann hören und sehen wir uns erst im Herbst wieder, so es denn nötig sein wird, dann eine Quarantäne-Show hier zu veranstalten, was ich fast befürchte. Was ich fast annehme. So, wo ist er denn heute Abend hier, unser lieber Freund? Da ist er. Nee, doch da. Zack. So schnell geht's. Und schon ist er da und ich freue mich, mit ihm zu sprechen. Eckhard Nagel, hallo nach Bayreuth. Hallo, einen schönen guten Abend, lieber Herr Schröder. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie Zeit haben. Letzte Ausgabe heute vor der Sommerpause, ich habe es schon gesagt. Heute sprechen wir nochmal über die aktuelle Lage, bevor wir dann in den Sommer gehen. Und meine These ist ja, dass wir uns früher wiedersehen werden, hier an dieser Stelle, als uns beiden lieb ist. Und zwar nicht, weil ich nicht mit Ihnen sprechen möchte, im Gegenteil, sondern weil der Anlass wahrscheinlich entsprechend sein wird. Mindestens ist das meine laienhafte Interpretation dessen, was ich im Moment gerade so alles lese und mitbekomme. Ordnen wir mal die Themen. Die Delta-Variante breitet sich aus. Um uns herum, Portugal, Großbritannien, da kommen wir gleich noch drauf. Gleichzeitig macht sich Impfmüdigkeit breit. Im Moment steigen die Inzidenzen wieder. Es gibt unterschiedliche Studien, Annahmen rund um Delta und auch die Impfstoffe. Fangen wir vielleicht damit an. Aus Israel kommt die Nachricht, dass BioNTech, Pfizer, was ja angeblich zu 90-95% auch vor Delta schützen soll, nun doch nur zu 65% schützt. Was sagt uns diese Zahl, die für mich als Laien natürlich einfach so im Raum steht? Was bedeutet diese Zahl? Und auch weitergefragt, was bedeutet die für unseren Herbst? Oder könnte sie bedeuten? Also erstmal möchte ich dazu sagen, ich bin ausgesprochen vorsichtig, nach all dem, was wir jetzt in den zurückliegenden anderthalb Jahren erlebt haben, eine Prognose für den Herbst auszusprechen und zu sagen, so oder so wird das. Und ich bin, wie Sie wissen, ja auch sehr zurückhaltend unter der Maßgabe, oh je, was alles passieren kann, da wäre ich, wie gesagt, insgesamt eher vorsichtig und meiner, sag ich mal, Grundeinstellung folgend positiv, weil wir haben ja durchaus eine ganze Reihe von Schritten gemacht in den zurückliegenden Monaten, Lernfähigkeit bewiesen an bestimmten Punkten, die es nicht wahrscheinlich werden lassen, dass alles genauso wird wie im Herbst 2020. Also insofern die Unkenrufe, die uns ja im Moment sehr stark begleiten, die würde ich jetzt mal so nicht sehen. Die führen meines Erachtens auch ein Stück weit dazu, dass manche glauben, dass sie jetzt also ganz besonders intensiv die paar wenigen Tage, Wochen oder Monate genießen müssen, die dann gleich wieder vorbei sind. Also deswegen bin ich mit Prognosen für den Herbst eher zurückhaltend. Frage, was bedeutet die Delta-Variante? Darüber haben wir ja vor zwei Wochen einmal, davor auch schon mal gesprochen. Da gab sie nur in einigen wenigen Fällen in Europa. Wir waren uns damals schon darüber im Klaren, dass sie natürlich auch nach Deutschland kommt, dass die Anzahl numerisch überschaubar ist und dennoch natürlich damit ein Risiko verbunden ist, gerade wenn man nach Israel oder England schaut oder Portugal, wo wir durchaus einen starken Anstieg gesehen haben, stark in Anführungsstrichen bei immer noch deutlich geringeren Infektionen als in den Monaten zuvor. Aber
Und das, glaube ich, ist das, was wir hier lernen. Die Impfung ist nicht die Lösung aller Probleme. Das ist ja das, was wir auch an anderer Stelle schon gesagt haben. Sondern es gehören eben eine ganze Reihe von Verhaltensmaßnahmen dazu, um mit Impfung eben besser durch diese Situation zu kommen. Und das, was wir gerade erleben, wenn 60.000 Leute, obwohl sie vorher getestet sind, in ein Stadion gehen, ohne Mundschutz, sich in den Armen liegen und wahrscheinlich danach auch noch irgendwo hingehen, wo dann weitere Leute in die Arme mit hineinfallen. Das ist einfach eine Verhaltensweise, die ist alles andere als Corona-gerecht oder pandemiegerecht. Und ich denke, das, was man in England gerade beobachtet, das, was man an einigen anderen Stellen beobachtet, ist schlussendlich eine Konsequenz aus der Art und Weise, wie wir vermeintlich Normalität wieder leben wollten, alles möglichst vergessen, über Bord werfen. Und deshalb ist die Delta-Variante natürlich, man kann sich damit identifizieren, mehr wieder vorhanden als vorher. So. Die Frage, die uns ja beschäftigt, ist Delta infektiöser? Ist die Wahrscheinlichkeit, an Delta schwer zu erkranken, größer? Für all das gibt es keine Hinweise. Einzelne wenige Berichte dazu, aber im Großen und Ganzen nichts, was wirklich besorgniserregend wäre. Außer der Aspekt, dass die Impfungen, so wie wir sie jetzt kennen, mit Moderna, mit BioNTech, mit AstraZeneca, hier eine geringere Wirksamkeit haben. Das kennen wir auch aus den Grippeimpfungserkenntnissen. Da wissen wir, dass mancher Impfstoff, den wir mal verimpfen, nur für 60% tatsächlich wirksam ist. Insofern sind die Zahlen, die wir jetzt in verschiedenen Studien langsam in Anführungsstrichen lernen aus Israel, nicht besorgniserregend, aber sie zeigen, dass die Impfungen eben nicht einen 100%igen Schutz bieten. Das, was offensichtlich, und das ist mir das Wichtigste, die Impfungen schaffen, ist, dass schwere Verläufe vermieden werden. Und insofern ist das etwas, was ich tatsächlich positiv finde. Und das ist etwas, was auch für die Impfung weiterspricht und was auch für eine Wirksamkeit sprechen wird im Hinblick auf die Strategie, aber eben nur in Kombination mit anderen Maßnahmen. Hier fragt gerade jemand, was über eventuell noch getan werden kann, also Immunstärkung zum Beispiel, was kann man tun? Ja, zur Immunstärkung gehört natürlich auch, dass wir uns entsprechend schützen, dass wir zum Beispiel schauen, dass wir uns gesund ernähren, gesund verhalten, wir haben über Vitamin D-Supplementierung gesprochen, guckt, im Sommer kann man das tun, indem man rausgeht und ordentlich in die Sonne geht und entsprechend Vitamin D selber synthetisiert. Also das sind alles Punkte, die man natürlich tun kann. Und wenn man Infektionsrisiken meiden kann, das heißt große Ansammlungen von Menschen, die man nicht überschaut und nicht genau absehen kann, was da passiert, dann gehört das eben zu der Strategie, mit der man umgehen muss. Und dann ist Delta eine Variante, die wahrscheinlich von Epsilon oder von Omega gefolgt wird irgendwann und die uns dann auch wieder herausfordern. Aber Sie sagten gerade, die Delta-Variante, das deutet nichts darauf hin, dass die Delta-Variante gefährlicher sei als die anderen. Ich höre die ganze Zeit, wann immer ich irgendeinen Experten höre oder auch mir die Nachrichten höre, die Delta-Variante sei definitiv deutlich ansteckender als all Ihre Vorgängerinnen und Vorgänger. Was bringt Sie zu der Erkenntnis, dass sie unter Umständen gar nicht gefährlicher ist? Jetzt muss man definieren, was ist gefährlich. Ansteckender. Ja, genau. Gefährlich ist für mich eine Erkrankung, die zu schwereren Verläufen führt. Und das meine ich mit nicht gefährlicher oder keine Hinweise darauf, dass sie gefährlicher ist. Wir haben immer wieder ganz überraschende Verläufe. Ich weiß nicht, wer mitbekommen hat, dass der luxemburgische Premierminister relativ schwer erkrankt ist, offensichtlich auch besorgniserregend schwer erkrankt ist. Das ist ein
ja auch noch jüngerer Mann, von dem man primär mal nicht weiß, in welcher Größenordnung hier auch gesundheitliche Risiken bestehen. Er ist einmal geimpft gewesen. Und das ist etwas, was uns immer wieder daran erinnert, dass in einzelnen Verläufen diese Infektionskrankheit wirklich eine sehr gefährliche Infektionskrankheit ist. Im Hinblick auf die Übertragbarkeit, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Jede neue Mutation ist natürlich primär infektiöser als das, was wir vorher hatten, weil wir ja schon eine Grundimmunisierung haben gegen das, zum Beispiel unseren Wildtyp, von dem wir öfter gesprochen haben. Da haben wir schon relativ breite Abdeckung im Hinblick auf das Immunsystem, auch als Bevölkerung. Und deshalb ist natürlich mit jeder Mutation und damit mit dem Weg eines Virus, uns wieder neu zu infizieren, eine Situation gegeben, wo die Ansteckungswahrscheinlichkeit steigt. Also das ist nichts, wo ich jetzt von gefährlicher sprechen würde, sondern das ist ein Teil der Normalität von sich verändernden Viren. Die haben keine oder wir werden nicht merken, wenn eine Mutation tatsächlich praktisch keine besonders große Ansteckungswahrscheinlichkeit hat, weil die stirbt sofort aus. Die merken wir gar nicht, die sehen wir gar nicht. Aber bedeutet nicht, wenn die Ansteckung, wie Sie sagen, bei jeder Mutation höher ist oder das Ansteckungsrisiko höher ist, bedeutet das dann nicht in der Folge auch, dass es automatisch irgendwann zu mehr schweren Verläufen kommen wird? Oder ist das ein logischer Trugschluss von mir? Nein, es kommt zu vielleicht wieder mehr Infektionen, aber es heißt nicht automatisch, dass es zu mehr schweren Verläufen kommt. Im Gegenteil. Ich glaube, dass wir eben durch eine Grundimmunisierung, die wir in der Bevölkerung weltweit haben, durch eine Situation, dass wir eben jetzt in vielen Ländern auch einen relativ sich wirklich verbreiternden Impfstatus haben und damit auch stärker schon wiederum als Gemeinschaft Abwehrkräfte aufgebaut haben, dass dadurch die schweren Verläufe weniger werden. Die Infektionsraten können unter Umständen immer wieder mal steigen oder pendeln, so wie wir das ja aus anderen Pandemiesituationen auch kennen. Aber die Immunisierungsentwicklung hilft uns, nicht jedem natürlich, aber in der Masse nicht mehr so krank zu werden wie vorher. Nun gibt es eine weitere Zahl des RKI, die besagt, es müssten 85% der Menschen über 12 Jahren fertig geimpft sein, also zweimal geimpft sein, vollen Impfschutz haben, um im Herbst und Winter vor dem Hintergrund der anstehenden Delta-Variante die Inzidenz dauerhaft unter 100 zu halten. Ist das eine wasserfeste Zahl? Und wenn ja, wie kommt man darauf? Also ich glaube, von wasserfesten Zahlen können wir überhaupt nicht reden, denn zuerst müssten wir uns mal unterhalten, was sind denn von wie viel müssen 85% geimpft sein? Bezieht sich das auf die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland? Bezieht sich das auf die Bevölkerung Europas? Wenn ja, welches Teils von Europas? Also ich glaube, das RKI bezieht sich natürlich auf Deutschland. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, der uns ja insgesamt gerade Sorgen macht, nämlich die Mobilität, das Reisen in andere Länder, das Zurückkommen aus anderen Ländern und die Wahrscheinlichkeit, dadurch letztendlich Infektionen auch zu generieren und weiterzubringen. Einer, sag ich mal, der wirklichen Lehren aus dieser weltweiten Pandemie ist doch, dass die schnelle Verbreitung durch die Globalisierung wirklich zugenommen hat. Und das ist ein Faktor, der im Hinblick jetzt auf eine Herdenimmunität uns natürlich einschränkt. Schlussendlich deshalb, weil wir nicht wissen, ob Personen eben einfach neue Infektionen hineinbringen. Und dagegen kann man sich auch als Community nicht schützen, es sei denn, man würde eben wirklich eine klare Grenzziehung in Anführungsstrichen durchführen und Menschen nicht mehr reisen lassen. Ich fand es jetzt spannend zu sehen, dass im Hinblick auf die Reisebeschränkungen, die Deutschland in der letzten Woche erlassen hat, zu Portugal und England sofort große Proteste kamen und die Kanzlerin schon bei ihrem Besuch in England dann gesagt hat, naja, wir finden da schon einen Weg. 2 Tage später haben wir dann sozusagen die Reisebeschränkungen jetzt wieder aufgehoben mit der interessanten Begründung, wir hätten jetzt ohnehin die Delta-Variante schon in Deutschland und da kommt es, so könnte man es sagen, auf die eine oder andere Delta-Variante, die zusätzlich reinkommt, nach Deutschland auch nicht mehr an.
Das ist auch nicht so eine richtig gute Begründung, weil wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass eben Risiken bestehen, sich zu infizieren, und dass bestimmte Populationen, wie jetzt in England gerade oder auch in Portugal, wieder eine höhere Wahrscheinlichkeit der Übertragung haben, dann ist und bleibt es sinnvoll, sich hier zumindest in einer Struktur, nämlich in einem spezifischen Verhalten, vor zusätzlichen Infektionen zu schützen. Und dazu, in Anführungsstrichen, weiß ich nicht, fehlt uns der Mumm oder fehlt uns letztendlich die Durchsetzung oder aber in der Abwägung, was ist schlimmer, Reisebeschränkungen und dadurch vielleicht Verlust von wirtschaftlichen Möglichkeiten, Verlust von politischen Unterstützungsaspekten und so weiter und so weiter. Das ist problematischer als eben zusätzliche Infektionen. Also von der Seite her, glaube ich, ist das ein permanenter politischer Abwägungsprozess. Und ich glaube nicht, dass diese 85% sinnvoll zu erreichen wären und dann an dieser Stelle man sagen würde, okay, ist jetzt kein Problem. Ich komme mal zur Omega-Variante in Anführungsstrichen, die sich irgendwo entwickelt. Vielleicht in Europa, vielleicht in Südamerika, vielleicht in Asien. Und Menschen kommen von der südamerikanischen, genau, von der südamerikanischen Variante, der Lambda-Variante, wenn ich es richtig gelesen habe, ist ja schon die Rede. Genau, so. Also deswegen, ob diese Zahlen jetzt vom RKI an dieser Stelle so entscheidend sind, das weiß ich nicht. Die wichtige Botschaft, die damit natürlich verbunden ist, ist, man sollte Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr impfen. So, das ist ja, glaube ich, der wesentliche Streitpunkt, den wir jetzt in den letzten beiden Wochen erlebt haben. Ja, auch hier von unseren Zuhörenden, Zuschauern mitgefragt wird, ist die Position, die ich hier vertreten habe, unverändert richtig oder sinnvoll, richtig nehme ich für mich gar nicht in Anspruch, sinnvoll zu sagen, nein, 12- bis 16-Jährige sollten erstmal sich nie, oder es gibt keine gute Begründung, sie impfen zu lassen. Und die Zahlen des RKI oder die Aussage, die Argumentation des RKI geht ja in eine andere Richtung. Und die Frage ist, wie gehen wir um mit den über 12-Jährigen? Sie selbst sagen ja auch, wir sollten sie nicht impfen. Es gibt jetzt doch eine große Zahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sagen, es sei ethisch geboten, auch jetzt die Kinder einfach für sich genommen zu schützen. Und der reine Schutz durch die Delta-Variante, durch die Erwachsenen, wofür Sie ja immer plädiert haben, nämlich die Erwachsenen sind geimpft und schützen damit die Kinder, das reicht unter Umständen nicht mehr aus. Deswegen sollten wir schneller vorankommen. Also ich habe jetzt noch nicht so gute ethische Argumente gehört, warum man das machen sollte, aber mag sein, dass die an mir vorbeigegangen sind. Ich habe gehört, dass zum Beispiel jemand wie Saskia Esken als Parteivorsitzende einer politischen Partei gesagt hat, jetzt muss die STIKO aber auch mal in die Hufe kommen. Ja, also es kann doch wohl nicht sein, dass sich Kinder hier nicht impfen lassen, weil wir wollen doch die Schulen offen halten. So, das habe ich gehört mit einer klaren Aufforderung, die ist auch von anderen politischen Parteien oder Personen aus politischen Parteien wiederholt worden. Da gibt es so eine ständige Impfkommission und wie kann das dann sein, dass die uns etwas rät, was uns gefühlsmäßig nicht stimmig erscheint. Also ich würde mal sagen, die ständige Impfkommission ist ja auch viel kritisiert worden an anderer Stelle, ist sicherlich keine Einrichtung, die für unser Gefühlsleben zuständig ist, sondern wir erwarten von ihr, das ist eine Gruppe unabhängiger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die von der Bundesärztekammer primär dem dortigen wissenschaftlichen Beirat berufen wird, die vom Gesundheitsministerium praktisch beauftragt worden ist, entsprechende Bewertungen abzugeben und das auf der Basis der vorliegenden Daten, wissenschaftlichen Daten. Und wenn eine solche Kommission wiederholt nun ja auch, sag ich mal, im Sinne einer Antwortschleife immer zu derselben Schlussfolgerung kommt, nämlich zu sagen, wir können eine entsprechende Impfung für Jugendliche vom 12. bis 16. Lebensjahr generell nicht empfehlen. Nur wenn Risikofaktoren, beschriebene Risikofaktoren vorliegen, dann ist die Datenlage, komme was da wolle, was die ein oder anderen selbsternannten kenntnisreichen
sage ich nicht Pseudowissenschaftler, aber wie auch immer, von sich behaupten, dass es da hier und da eine Studie gäbe, die das als unproblematisch darstellt. Das kann man so nicht sagen. Ganz im Gegenteil. Es gibt eine nachvollziehbare Datenlage, die uns klipp und klar sagt, wir haben einfach keine Erfahrung ausreichend über Risiken und Konsequenzen. Und dementsprechend können wir nicht, und das ist mein ethisches Argument, das wiederhole ich an dieser Stelle nochmal, können wir nicht für Dritte entscheiden, dass sie geimpft werden sollen, solange nicht alle Erwachsenen sich haben impfen lassen. Das ist doch ganz klar. Und dementsprechend, glaube ich, ist die Forderung nicht und sollte nicht sein von der Politik, STIKO, änder mal bitte deine Empfehlung, sondern eigentlich eine Beruhigung für uns alle zu sagen, okay, hier sind unabhängige Personen, die auf ihrer jeweiligen Kenntnis, auf ihrem jeweiligen Kenntnisstand uns beraten. Und das mag mir auf der einen Seite mal gefallen und auf der anderen Seite mag es mal mir nicht gefallen. Und dementsprechend kann ich mich aber darauf verlassen, dass es unabhängig von meiner Gefühlswelt ist, was da empfohlen wird. Und wie gesagt, nochmal, alle Erwachsenen müssten sich impfen lassen, die mit Kindern umgehen, um die Kinder wirklich zu schützen. Ich verstehe unverändert nicht, warum die Schulen nicht viel aktiver zum Beispiel an einer Raumdesinfektion, an anderen Dingen arbeiten, um den Schulunterricht im Herbst dann wieder wirklich auch sicher zu gestalten. Und ich kann auch nicht verstehen, warum wir an dieser Stelle viele andere wichtige Themen, die Kinder gefährden, nicht bearbeiten und uns darum kümmern und stattdessen darauf rumreiten, wir brauchen jetzt mal eine andere Entscheidung. Und sorry, lieber Florian Schröder, mich enttäuscht das auch von Seiten der Politik, dass sie sich an eigene Vorgaben an dieser Stelle verabschieden, ja, und Gefühlsduselei betreiben. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Sie haben gesagt, solange nicht alle Erwachsenen geimpft sind, meinen Sie damit tatsächlich, alle Erwachsenen geimpft sind oder meinen Sie, solange nicht alle Erwachsenen ein Impfangebot erhalten haben, wie es jetzt Spahn gerne formuliert und auch Heiko Maas? Nein, geimpft sind. Also was hilft denn den Kindern? Den Kindern hilft nicht, dass ich ein Angebot bekomme, sondern den Kindern würde ja nur helfen, sich nicht zu infizieren von mir als Erwachsenen, wenn ich mich tatsächlich impfen lasse. So, ich akzeptiere und respektiere, dass Menschen sagen, ich will mich nicht impfen lassen. Das ist völlig okay. Ich will auf in keiner Art und Weise jetzt hier für einen Impfzwang plädieren. Nur bevor ich dann losgehe und sozusagen solche, die sich nicht selbst entscheiden können, impfe, sorry, da muss erstmal derjenige, der sozusagen sich selbst entscheiden kann, das Selbstbestimmungsrecht ausüben kann, sich fordern lassen und anders geht es leider nicht. Wobei es dazu wahrscheinlich nicht kommen wird, dass sich alle Erwachsenen impfen lassen, denn wir Richtig. Kommen wahrscheinlich bald an den Punkt, dass wir sehen werden, wie groß die Motivation wirklich ist. Denn im Moment sehen wir ja schon, dass sich offensichtlich eine gewisse Impfmüdigkeit einstellt. Es macht im Moment den Eindruck, als seien die es wirklich wollten, jetzt auch schon durchgeimpft. Ich glaube, wir sind jetzt bei knapp 40%, die beide Impfungen haben. Zugleich lese ich, dass es jetzt eine relativ große Zahl von Erstgeimpften gibt, die aber nicht mehr zur Zweitimpfung erscheinen. Entweder weil sie das Gefühl haben, eine reicht, ich fühle mich so gut, mehr brauche ich nicht, weil ich habe magische Kräfte oder weil sie es vergessen haben oder die Disziplin nicht haben oder was auch immer. Was sagen Sie zu dieser Impfmüdigkeit? Ist das so eine Durststrecke einer gewissen Gruppe jetzt und das erledigt sich, wenn die ganz Jungen dann dran sind, von denen ich jetzt mal annehmen würde, dass sie eine sehr hohe Impfbereitschaft haben? Oder zeigt das schon, dass so das Ende der Fahnenstange schon erreicht ist, derer, die sich wirklich ernsthaft impfen lassen wollen? Ich meine, das ist doch der Punkt, wenn wir von deiner, sag ich mal, Impfpflicht für Schülerinnen und Schüler sprechen. Denn das wäre es ja, wenn es sozusagen jetzt hier eine entsprechende Empfehlung gäbe. Dann ist es eben etwas, was praktisch auf Kosten in Anführungsstrichen derer gehen, die sich nicht weigern können, die nicht ausnahmsweise mal gerade keine Lust haben und einen Termin verfallen lassen. Weil bei den Kindern würden dann die Eltern schon darauf achten, dass sie entsprechend zu den Impfterminen erscheinen. Also nochmal, wir haben eine Impfmüdigkeit aktuell
die ist tatsächlich schwierig, wie ich finde. Schwierig deshalb, weil wenn ich ein Angebot wahrnehme, das mir unsere Solidargemeinschaft zur Verfügung stellt, dann kann ich mich entweder entscheiden und sagen, ich gehe nicht zur Impfung. Ich habe Vorbehalte aus den und den Gründen. Ich werde mich anders schützen. Ich werde durch regelmäßige Testung, durch Abstand, durch Vermeidung von zu engen Kontakten versuchen, durch diese Zeit zu kommen und werde unter Umständen auch auf bestimmte Dinge verzichten, weil ich eben diesen Impfprozess für mich ausschließe. So kann man machen. Wird dann schwierig, wenn ich mit zum Beispiel Kinder und Jugendlichen arbeite, weil da natürlich dann sozusagen zwei Situationen aufeinander kommen, die nicht einfach sind. Aber auch das, glaube ich, kann man durch entsprechende Maßnahmen, insbesondere durch das regelmäßige Testen, lösen. Also dafür habe ich Verständnis. Wofür ich kein Verständnis habe, ist, dass ich im Angebot wahrnehme, sage, oh, jetzt bin ich dran, habe die erste Impfung, die ja im Prinzip nur wirklich Sinn macht, wenn dann auch tatsächlich die zweite durchgeführt wird. Denn alles, was wir wissen, und ein bisschen variieren von Impfstoff zu Impfstoff. Nach der ersten Impfung habe ich ungefähr einen 50-prozentigen Schutz vor einer Infektion. Das ist aber noch weit weg von dem, was mir eine zweite Impfung dann tatsächlich an Möglichkeiten bietet. Und vor allen Dingen, das ist viel wichtiger an dieser Argumentation, ist, dass in dem Moment ich hier eine Situation habe, wo ich leichter anstecken kann, unverändert. Das heißt, die erste Impfung macht mich als Überträger nicht wirklich, schließt mich nicht aus. Also insofern ist eine zweite Impfung wirklich wichtig und relevant. So, und wenn ich dann einen Termin auch noch buche, das heißt, ich reserviere für mich einen ja nicht billigen Impfstoff. Ich reserviere für mich eine entsprechende Vorhaltung in einem Impfzentrum, was ebenfalls mit Aufwendungen verbunden ist, oder in einer Arztpraxis, und dann erscheine ich nicht. Das ist tatsächlich unsolidarisch und für mich nicht verständlich. Ich kann verstehen, dass ich meinetwegen Zahnweh bekomme, eine Infektion anderweitig habe und anrufe und abbestelle und sage, sorry, ich möchte hier keine oder ich kann keine Impfung wahrnehmen, aber da kann ich anrufen, da kann ich mich abmelden. Nicht tatsächlich mich zu melden, das, glaube ich, ist wirklich problematisch. Und deshalb verstehe ich auch die Diskussion, die diesbezüglich aufgekommen ist, ob das irgendwelche Konsequenzen haben soll. Und fand interessant, dass wir da ganz schnell zurückgerudert sind, dass das Deutsche Rote Kreuz ja entsprechende Vorschläge gemacht hat und alle gesagt haben, nee, also mit Konsequenzen, damit wollen wir nichts zu tun haben. Wenn das eben so ist, dann ist es so. Sorry, dafür habe ich weder emotional noch intellektuell Verständnis, weil es hier tatsächlich darum geht, ob ich als Teil einer Gemeinschaft mich verantwortlich verhalte, und es gehört zur Verantwortlichkeit, Termine einzuhalten oder aber auch Termine abzusagen, damit andere, die davon betroffen sind, wirklich adäquat reagieren können und in dem Fall ja auch noch wichtige Impfpräparate dann genutzt werden könnten, um andere zu impfen. Also Sie sind gegen eine Bestrafung, wenn jemand nicht kommt. Habe ich richtig verstanden? Nee, umgekehrt. Sie sind dafür? Nein, für Konsequenzen. Was heißt denn Bestrafung? Es ging ja darum, aber deswegen, weil gefordert ist ja schon, sollte man da nicht, das und sollte man das beispielsweise nicht unter Strafe stellen? Das ist ja die Frage. Ja, was, wenn wir, lieber Florian Schröder, wenn wir über Strafe reden, ja, dann würde ich jetzt denken, da kommt einer und führt mich in Handschellen ab. Ja, so, also nein, dann, aber man kann ja ein Bußgeld, keine Ahnung, ich bin kein Jurist, genau. Aber die Frage ist ja, reden wir nur über Konsequenzen, wie sehen die aus? Und wenn es Konsequenzen geben soll, müssten es ja schon, wenn auch durch Bußgelder oder was auch immer, ich sage mal im weitesten Sinne, strafrechtlich relevante Konsequenzen sein. Ja, ob Bußgelder Strafrecht sind, weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, aber jedenfalls, ich bin auch kein Jurist. Aber worum es doch geht, ist, wenn ich mich beteilige im Zusammenhang mit dieser Impfsituation, dann ist es doch wie wenn ich ins Krankenhaus gehe, wenn ich mich in der Arztpraxis vorstelle, wenn ich ein Medikament verschrieben bekomme. Ich bin auch jemand, der wirklich nicht verstehen kann, wenn ich ein Medikament abhole und dann lasse ich es liegen oder schmeiße es womöglich noch weg, aber ich habe es ja verschrieben bekommen, dann hole ich es bitte nicht ab.
Ja, wenn ich meine, ich will es nicht einnehmen, dann tue ich das nicht. Wenn ich mich in der Physiotherapie anmelde und nicht hinkomme, also ein No-Show bin, dann muss ich den Termin auch bezahlen. So geht das ja in vielen anderen Bereichen auch. Wenn ich eine Karte vorbestelle für Ihre Vorstellung, ja, und sie ist dann so reserviert, dass sie nicht anderweitig verkauft werden kann, dann würden Sie auch dafür plädieren, dass man sagt, also bitte, das musst du auch in deine Verantwortung nehmen, die Karte musst du zahlen. Und so sehe ich das auch bei einem ausgemachten Termin für eine zweite Impfung, den ich nicht wahrnehme. Wie gesagt, mir steht es völlig offen, abzusagen, weil es gute persönliche Gründe geben kann, nicht zu kommen. Ich finde es aber nicht in Ordnung, dass ich eben den Impfstoff verfallen lasse, den andere Leute brauchen und dann eben auch nicht den gesamten Aufwand mit respektiere. Das ist ja eine Form von Respekt, ja. Dass da Leute stehen und nicht wissen, kommt der noch, kommt der nicht, was mache ich jetzt, rufe ich noch jemanden an. Das ist, ich kenne das aus den Erzählungen in den Arztpraxen, extrem stressig, weil ja auch dort Menschen Verantwortung übernehmen, tatsächlich diesen Impfstoff als Wertgegenstand vorsichtig zu verteilen und sinnvoll zu verteilen. Und dementsprechend, glaube ich, gibt es Möglichkeiten. Und ich habe, kommt jetzt auch gerade hier die Frage nochmal, ist das schwierig anzurufen? Man kann, glaube ich, heute viele Wege wählen, um einen Termin abzusagen. Da muss man sich in der Hotline sich dann verkaspern, sondern ich glaube, da gibt es andere Möglichkeiten. Also von meiner Seite aus würde ich sagen, es muss der Aufwand finanziert werden, den ich verursache. Und ich glaube, das Deutsche Rote Kreuz hat 30 Euro vorgeschlagen. Wir zahlen, glaube ich, 15 Euro für einen Tag im Krankenhaus. Also wir sind ja auch davon überzeugt, dass wir uns tatsächlich in solchen solidargemeinschaftlichen Prozessen beteiligen. Und deshalb würde ich dafür plädieren, dass das durchaus wahrgenommen wird. Und ich verstehe wirklich nicht, dass man das so wegdrückt, so unter dem Motto, jetzt lassen wir nicht drüber reden, dann melden sich Leute nicht an. Das ist ja ein Argument. Kann ich auch verstehen, dass jemand sagt, naja, aber wenn du unter Umständen Konsequenzen hast, dann meldest du dich nicht an. Aber mein Problem ist dann, wie reflektiert ist meine Anmeldung? Wie viel Verantwortung habe ich bei meiner Anmeldung übernommen, wenn mich 30 Euro mögliche sozusagen Bezahlung, die ich, wenn ich nicht komme, bezahlen muss, davon abhalten würden, mich anzumelden. Das ist für mich auch kein Argument. Ja, und ich verstehe es auch vor allem von dem Hintergrund nicht, dass es so viele Leute gibt, die sich gerne impfen lassen würden und die das für ihren Beruf bräuchten, für ihr Leben bräuchten und einfach froh wären, sie hätten das hinter sich oder einfach zu wissen, ich bin jetzt mindestens geimpft. Das heißt ja nicht, dass man Corona hinter sich hat, aber so kann ich es auch von mir sagen. Es ist einfach nochmal ein anderes Sicherheitsgefühl, das sich auch nicht ganz unbegründet ist und die ja damit noch länger keine Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen oder warten müssen. Obwohl sie eigentlich sagen würden, ich kenne viele Leute, die sagen würden, ich komme in 10 Minuten irgendwo hin. Hauptsache, ich bin dran. Ja. Also wie gesagt, deswegen es ist gut, und es ist auch wichtig, dass wir es innerhalb der Gesellschaft diskutieren. Es wird unterschiedliche Meinungen dazu geben. Aber es geht eben an der Stelle um Verantwortungsübernahme und Solidarität. Und das sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte, die uns ja weit über das Thema des Impfens miteinander verbinden. Und auch für den Umgang, sag ich mal, mit uns innerhalb der Gesellschaft ganz wesentliche Tragpfeiler sind. So, jetzt steht der Sommer bevor und jetzt müssen wir doch noch einmal nach vorne gucken in die Glaskugel. Ich weiß, Sie hassen das, ich auch. Ich meine es auch halbironisch. Insofern dürfen Sie damit spielerisch umgehen. Die aktuelle Situation ist so, dass die Inzidenz leicht steigt, wenn auch auf niedrigem Niveau. Im Moment habe ich den Eindruck, aber das mag subjektiv sein, wiederholen wir viele Fehler des letzten Sommers, sogar noch stärker in Beispiel Fußball-EM und alles, was damit zu tun hat. Wenn ich Sie um sowas wie eine Einschätzung bitten dürfte für die nächsten Wochen und Monate, ich werde Sie darauf nicht festnageln. Ich mache jetzt kein Wortspiel mit Ihrem Namen, ich spare mir das. Aber so eine
Perspektive dessen, was ist und wo uns die nächsten Wochen und Monate hintragen und wie der Umgang aussehen könnte mit einem Herbst, der vielleicht wieder dramatischer werden wird. Und zwar nicht, was dann passiert, sondern was dann Ihre Empfehlung wäre. Also ich glaube, dass wir einmal diese Wochen jetzt nutzen sollten, um nochmal sehr sorgsam aufzuarbeiten, was ist eigentlich in den zurückliegenden Monaten geschehen, welche Ängste, die wir hatten, haben sich bestätigt im Sinne von tatsächlich schlimmen Auswirkungen für unsere Mitmenschen, welche Sorgen waren unbegründet und welche Horrorvisionen, die hier und da an die Wand gemalt worden sind, waren nicht stimmig. Der zweite Punkt ist, glaube ich, dass wir tatsächlich die globale Perspektive noch mal stärker ansehen sollten und uns klar machen, dass nur wenn in der gesamten Welt ausreichend Unterstützung, gerade jetzt auch mit Impfstoffen, ermöglicht wird, wir irgendwann zu einem Punkt kommen, dass wir hier tatsächlich zu einer ausgeglicheneren Umgangssituation mit der Pandemie kommen. Für unseren europäischen Kontinent, für Amerika, habe ich keine wirklich gravierende Sorge, dass sich der positive Verlauf von Immunität, Zunahme an Immunität, nicht doch auch dann positiv auswirkt auf die Entwicklung der Pandemie. Also ich habe für den Herbst keine spezifischen Sorgen, dass alles einfach so weitergeht, wie es im letzten Herbst war und dass wir hier von Oktober zu November zu Dezember torkeln und immer sagen, jetzt muss es aber noch zugemacht werden und das muss noch zugemacht werden und wir haben keine Kulturveranstaltungen etc. Wir sollten Respekt vor diesen Ereignissen der zurückliegenden Monate bewahren, auch in der Zeit jetzt des Sommers, wo wir uns freier bewegen können. Wir werden zum Beispiel die Bayreuther Festspiele hier auch stattfinden lassen, aber eben mit einem Drittel der Zuschauenden. Das ist schmerzlich, das ist vor allem auch finanziell schmerzlich für die Organisatoren, aber es ist ein verantwortbarer Umgang mit einem sinnvollen, einem strukturierten Konzept. Hier lernen wir, hier werden wir lernen, was man weitergeben kann für Veranstaltungen im Herbst und vielleicht auch im Winter, wie man sinnvolle Konzepte machen kann. Und diese Zeit, die wir jetzt haben, müssen wir wirklich nutzen, wie gesagt, zu reflektieren und neue Konzepte, die wir ausprobieren, so strukturiert und so sinnvoll auch zusammenfassen, dass wir damit durch Herbst und Winter kommen. Also von der Seite her habe ich jetzt keine gravierenden Sorgen, wenn wir nicht vollkommen unseren Kompass verlieren und irgendwie das Gefühl haben, so what, ja, jetzt ist es mal genug. Und außerdem habe ich auch keine Lust mehr und würde jetzt gerne mal alles wieder so machen wie vorher. Ich glaube, das ist tatsächlich völlig verkehrt. Wichtig wäre mir wirklich, dass die vielen sogenannten Kollateraleffekte oder Schäden im Blick bleiben oder erst in den Blick genommen werden. Wir haben hier über viele dieser Punkte gesprochen. Wir haben über Ernährungsprobleme bei Kindern und Jugendlichen gesprochen, die keine Schulernährung haben. Wir haben über psychische Probleme von Kindern und Jugendlichen gesprochen, die im Lockdown keine adäquate Unterstützung gehabt haben. Wir haben über viele Behandlungsdefizite noch unzureichend gesprochen, die auch dazu führen werden, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen durch den Lockdown, durch die Zeit der Pandemie schlechter rauskommen werden, als sie hätten vielleicht rauskommen können. Wir haben nicht über die Situation ausreichend nachgedacht, was mit Menschen passiert ist, die alleine gestorben sind und so weiter und so weiter. Ich könnte jetzt hier wir haben in Ihre Richtung gesprochen, nicht darüber diskutiert, welche Auswirkungen praktisch der Kulturzusammenbruch in unserer Republik auch für unser gesellschaftliches Zusammenleben und natürlich für die Kulturschaffenden bedeutet. Also ich glaube, es gibt viele Punkte, da werden wir viel zu tun haben, die wir reflektieren. Aber bitte nicht unter dieser Maßgabe, oh je, da kommt was ganz Schlimmes wieder auf uns zu,
sondern was können wir daraus lernen und wie können wir dann uns freier, aber verantwortbarer bewegen. Wie gesagt, für unsere Region habe ich nicht so viele Sorgen. In anderen Ländern vermag ich es nicht wirklich zu beurteilen, aber da sind meine Sorgen deutlich größer. Dann hoffen wir, dass wir einen entspannten Sommer haben. Nicht unbedingt einen aufregenden, aber einen entspannten. Und ja, ich denke, das Thema Corona wird uns auch durch den Herbst begleiten. Insofern bin ich zuversichtlich und schaudernd zugleich, dass wir uns hier wiedersehen werden. Ja, wir werden uns wiedersehen, aber vielleicht reden wir ja auch eben über diese Erkenntnisse, ja, von denen ich gerade gesprochen habe. Ich würde mir, wir daraus lernen können. Genau, meine Idealvorstellung wäre, dass wir uns im Herbst hier wiedersehen und dann über ganz viele Themen sprechen können, die vielleicht mal nichts mit Corona zu tun haben. Denn ich glaube, auch da gibt es viele Bereiche, in denen wir uns viel zu erzählen haben. Insofern freue ich mich auf den Herbst mit Ihnen und je weniger Corona in seiner Unmittelbarkeit Thema ist, umso schöner. Jetzt würde ich erstmal sagen, Ihnen einen schönen Sommer. Wir sehen uns dann Anfang September wieder. Es sei denn, alles eskaliert komplett, dann sind wir natürlich vorher verlässlich hier Mittwochabend zur Stelle und schließen uns kurzfristig kurz. So machen wir das. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einen entspannten, guten Sommer. Genießen Sie es und euch auch allen einen schönen Sommer. Vielen Dank fürs Zugucken, vielen Dank für eure Treue hier. Und wenn ihr die Show unterstützen wollt, es gibt ein PayPal-Konto morgen. Dieses Video natürlich auch bei YouTube. In diesem Sinne, euch allen einen schönen Sommer. Bleibt gesund, genießt es, entspannt euch und Ihnen alles Liebe bis im September. Tschüss, alles Gute und bleibt gesund. Ja, ciao. Danke. Tschüss.